Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77. Heute wird es ein etwas ganz, ganz anderes Video, weil wir haben Besuch. Der Gockel ist da. Hallo. Und heute werden wir hier am Prüfstand richtig eskalieren, ne? Ja, wir lassen es mal richtig krachen. Und ich glaube, wir haben auch ein paar Zuschauer dabei. Gott, komm mal mit, wir gucken mal, was hier direkt am Samstag los ist. Wir sehen gerade gar kein Auto. Also, ich glaube, wir sind alle neugierig, was wir hier gleich machen. Ja. Du hast drei Autos mitgebracht, richtig? Drei Stück, ja. Erzähl mal kurz was du hier mitgebracht hast. Golf 2 ProMotion, ne? Also hier Allrad V6 Turbo, GT 42 Lader. Ist jetzt die ganze Zeit gefahren, seit zwei Jahren, damit 640 PS. Der Motor, ich habe immer mehr Druck gegeben und er wollte nicht mehr Leistung spucken, ne? Bis er mir gesagt hat, Alter, da ist ein Cut drunter. Alter, ich sag, da muss das Ding raus, ne? Weil anders kriegen wir da keine Leistung raus. Und jetzt wollen wir das heute mal probieren. Dann habt ihr Polo mitgebracht, Polo 86C, ja. Richtig geil. Da musst du mal Arnold fragen, was da genau dran gemacht ist, weil das weiß ich selber nicht. Wo ist er? Arnold! Der ist abgehauen. Ui, das sieht aber wild da drin aus, ne? Marco, das ist geil. Hat er abgeschlossen oder was? Wie soll ich denn in den Hocker passen? Da kommst du schon rein. Aber nicht wieder raus, ne? Ich hol den Motor gerade. Ja, und dann hast du natürlich noch einen echt geilen Einser auch mitgebracht, ne? Ja, der Einser ist von einem Kumpel von mir, arbeitet bei VW, aber schraubt auch selber. Und das Ding ist komplett frisch aufgebaut. Der Motor ist komplett frisch gemacht. Der ist gestern das erste Mal angelaufen. Und jetzt kriegt er heute mal so richtig eins auf die Rübe. Ne? Noch gar keine Abstimmung, ist nur für Leerlauf. Muss ich aber dazu sagen, sind, glaube ich, die Serienkolben drin. Vom 2 Liter ABF. Normalerweise ist das Allrad oder Frontfräse? Front. Also wir wissen noch nicht mal, ob alles funktioniert, Marco. Ganz ehrlich. Er läuft schon mal, es scheint alles dicht zu sein. Er sagt, die Bremse klemmt irgendwas noch. Ich bin gespannt. Wie steigen wir ein? Damit fangen wir gleich an? Ja, ich hätte gesagt, wir fangen damit an. Es ist ein Saug. Also ich weiß auch nicht viel über das Fahrzeug. Arnold hat ihn damals von der Firma Heiko gekauft. Der stand irgendwo in der Ecke, total zugestaubt. Soweit ich weiß, ist dann 1,6 Liter drin. Also der 1,3er, glaube ich, aufgebaut auf 1,6er. Mit zwei Weber-Locken und irgendwas um die 130 PS oder so. Oh, das ist aus dem Sauger schon viel. Ja. Dann dreht das aber auch hoch. Ja, ja, ja. Aber hast du das schon mal bei dir am Prüfstand gehabt? Er war mal bei mir auf dem Prüfstand, aber da wollte er obenrum so nicht. Du musstest, weil der Drehzahlmesser springt auch so ein bisschen doof bei ihm. Da musst du mal aufpassen, Marco, wenn du damit fährst. Brauchen wir eine kurze Frage. Ihr seid, glaube ich, alle ziemlich heiß hier, ne? Ja. Man, ich merke schon. Jetzt bin ich mal gespannt, Marco, ob der da reinkommt. Aber genau, bei dem kannst du das Lenkrad abziehen. Ach, guck mal, ich fahr's gut. Arnold, fährst du mit oder was? Aber es ging doch jetzt, Marco. Ja. Ah, okay. Das ist die Pumpe. Ja, hier startet hier. Mit Pumpe oder ohne? Aber der hört sich auch schon so an, wie wenn sie zu früh wäre, ne? Das wollte ich gerade sagen. Jetzt voll drauf, wie ich wieder aussteige. Ne? Du kannst es ja ausschneiden auf dem Video. Das geht noch. Auspuff sehe ich hier raus? Ja, hier, der geht hier raus. Da läuft er wahrscheinlich zu fett, aber der Motor hat Bock auf Drehzahl. Ja, der hat Bock, ja. Jetzt vom Gefühl her würde ich sagen, ist er immer noch nicht runtergegangen. Ich habe jetzt schon echt, ich habe den fünften Gang gemessen, weil er sagt, der vierte ist sehr kurz. Der Drehzahlmesser ist ja auch nicht so 1000%. Das habe ich dir gesagt, der springt ja. Also ich vermute, das waren so um die 8, 8, 3, 8, 4. Ich gucke mir das Ganze jetzt mal im Diagramm an. Ich weiß überhaupt nicht, wo es hingeht. Ey, was schätzt ihr denn? 150. 142. Das ist schon ein Brett. Aber ihr seht, obenrum fällt er jetzt ab. 169, fast 170 Newtonmeter. Boah, da ist auf jeden Fall einer ordentlich zu Hause. Mach mal Haube auf, reiß mal auf, dass wir da mal drunter gucken. Genau. Ja, guckt euch das an.
auch Ansaugung sich was bei gedacht, ne? Gar nicht so schlecht. Zwei Ansaugungen rechts, links, keine offenen Trichter, sonst wird er sich die heiße Luft ja von hinten holen. Und so hast du es ein bisschen von vorne beim vom Fahrtwind her. Genau. Ja, das bockt schon. Soundmäßig, habt ihr ja auch gehört, bockt das richtig, richtig rein. Gockel, ja. Bist du das auch schon mal gefahren? Ja, 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 ich bin das ja noch mal gefahren. Das macht richtig Bock. Aber das musst du so Kurve fahren. Fährt ja nur, ich glaube, nur 20. Aber normalerweise würde ich das gerne mal sehen, weil wofür bist du bekannt, um Prüfstand mal ordentlich durchzuschalten? Ja, so durchladen, ja. Komm, das ist jetzt dein Job. Mein Job? Ja, ja, jetzt bist du gut. Die Leute, du bist hier, die Leute warten auf dich. Aber nicht mit dem Auto, oder? Dann machen wir es dann mit dem Turbo, okay? Ja, mit dem Turbo, mit dem Turbo. Ja, also Polo, sehr, sehr begeisternd, drückt richtig. Echt interessantes Auto für einen Sauger. 142 PS. Ich habe ja gerade schon mal gezeigt, wo ich so zwei, drei Gänge mal durchgeschaltet habe. Ist bei dem Auto jetzt nichts Wildes, sag ich mal. Werden wahrscheinlich keine Riesenflammen kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das gleich ganz anders aussieht. Oh, wenn der Gockel in seinem, ja, in seinem Element geht. Jetzt schnallt der Jan das Ganze fest. Gockel, und den fährst du aber, ne? Ja, 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 ja. Aber trotzdem Konzentration, ne? Ganz wichtiges Thema. Es geht jetzt hier ums Abstimmen und nicht, ja, quasi um eine Spaßveranstaltung. Genau, genau, genau. Das heißt also, du musst gleich Gemisch gucken, Lambda muss passen, Zündung muss passen. Ich mach erst mal Ladedruck runter, weil wir wissen nicht, ob er jetzt nicht vielleicht sogar mehr Ladedruck macht, nachdem der Kraft drin ist, weißt du? Ich kann dir das ja so machen, dass wir dich einfach im Warmlauf finden. Da haben wir keine Messung, sondern du kannst die ganze Zeit fahren, fahren, fahren. Genau, genau, genau. So, ich habe die zweite Kamera und ich gehe mal nach hinten. Messen, Marco. Willst du messen direkt? Ja, ich würde jetzt mal, weil das hat so weit gepasst. Warte, dann stelle ich dir das eben nochmal neu ein und dann gucken wir mal. Ab wie viel Drehzahl fange ich an? Ist das egal? Ist egal. Du kannst ja egal mit welcher Drehzahl anfangen. Also egal, wann kann ich Gas geben? Du kannst egal, wann Gas geben. Das schneide ich dann gleich schön. Durch, Vorsicht! Oh, ich glaube, ihr könnt das gar nicht sehen. Ich zeige euch das mal, was hier eigentlich los ist. Man sieht vor lauter Menschen das Auto gar nicht. Aber Wetter ist halt gerade super, super schlecht. Jetzt regnet es gerade mal nicht. Aber jetzt wollen wir mal wissen, was hat der Kleine an Leistung. Da gehen wir jetzt gucken. Gockel! Wie hoch hast du gedreht? 7? Also deine Eingangsmessung sind 624 PS und 761 Newtonmeter. Lambda 75 oder sowas. Ja, also es hat nicht sich vom Lambda-Wert verdammt viel geändert. Jetzt, nachdem der Cut weg ist. Dann geben wir den noch ein bisschen Zünder jetzt. Ich mache den jetzt ein bisschen magerer, gebe den noch ein bisschen mehr Druck und möchte noch mal messen kurz gleich. Perfekt, dann stelle ich dir das direkt ein. Lüfter an und dann geht es in Messung 2. Ja. Aber meinst du besser? Ja, wie viel haben wir Leistung jetzt? Hast du schon? Ja, ich sag's dir in 5 Sekunden. Eieieiei. Guckt euch das an. 680 PS, 800 Newtonmeter. Kurve, siehst du ja, sieht ganz schick aus, finde ich, ne? Ja, aber es passt jetzt soweit. Ich gebe noch ein bisschen mehr Ladedruck und dann soweit. Ich wollte nur wissen, ob die Werte jetzt alle soweit passen, weißt du? Jetzt gibst du noch ein bisschen mehr Boost. Ja. Okay, dann Lauf 3. Ja, stimmt, selbe Ladedruck, du hast jetzt genau 680 PS und 802 Newtonmeter. Und jetzt sind wir bei dem Problem, wie du es gerade sagtest, unser Prüfstand ist nicht gebremst und jetzt, um den Ladedruck zu erhöhen, müssen wir den Prüfstand gegen die Bremse fahren. Genau, der schafft den Ladedruck nicht aufzubauen, weil der Prüfstand so schnell hochdreht. Richtig, weil die Last zu niedrig ist. Ja. Das machen wir jetzt mal, wir geben ihm 30% Bremse, da können wir dann aber nicht die Leistungsmessung mehr meistern. Bin mal gespannt. Wir haben jetzt gerade noch mal volle Pulle jetzt, ne? Mehr gab's Taktventil nicht her, ohne Bremse. Wahrscheinlich Wastegate-Feder zu weich. Er nickt. Mal gucken mal, was hier an Leistung jetzt rauskommt. Ha, Junge, Alter, das ist krank. Das sind mal eben 691 PS und 8.
Meter auf dem Kopf. Was wir jetzt einmal brauchen, ich mache jetzt mal einen Wagen auf, ich brauche einmal den Durchschlag. Also einmal durchziehen. Einmal den Durchschlag, den Gockel. Sven, setz die Kopfhörer auf und geh mal nach hinten. Okay. Alles gut bei dir? Alles gut. Alles gut. So kenne ich den Gockel. So und nicht anders. Immer volle Pulle. Aber war gut, oder? Junge, das ist krankes Abstimmen, einfach nur geil. Aber du bist fast weggeflogen dahinter, ja, ne? Mikrofon, Whip! Ja. Ich sag euch, stell dir vor, wir hätten jeden Tag hier so einen Kranken. Boah. Der Typ ist halt einfach behämmert. Ja. Aber ich sehe mich im Gockel wieder und ich weiß, wenn wir beide zusammen ein Projekt machen würden, das würde durchdrehen. Also durchdrehen. Gockel! Ja? Jetzt holt euch mal den Applaus ab für den Gockel hier. Und genau das ist das, was die Turbofahrer bei uns auf dem Kanal sehen wollen. Ich weiß, ihr wollt Flammen sehen, ihr wollt es knallen sehen. Auch sowas gibt es hier noch. Und ich sage euch, wenn ich so leben würde wie der Gockel, dass ich auf dem Land leben würde und nicht direkt hier in der Minenstadt, dann hätte ich so einen kranken Scheiß auch noch. Der steht noch da drin in der Halle, das wisst ihr, unser Audi 80. Und ich bin mir sicher, wir werden den Gockel auch mal besuchen fahren. Jetzt wird der Gockel den Golf runterfahren, fährt das nächste Auto drauf. Das muss ja komplett bei Null abstimmen. Das zeigen wir euch so ein bisschen. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, da ist ein Null Setup. Und der Gockel hat auch keine Zeit dann zu erklären, zu sagen, hey, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Sondern der muss sich konzentrieren. Das ist Arbeit, was er hier gerade macht. Und deshalb können wir da gleich nicht so bei unterbrechen. Aber ich glaube, eine Show hat er heute abgeliefert vom Allerfeinsten. Ich bin gespannt, was sie gleich zum nächsten Golf sagt. Einser Golf auf dem Prüfstand, Gockel, was musst du hier machen? Komplett abstimmen, von null auf. Also wir haben den jetzt nur ein Programm drauf gespielt, damit er im Stand mal läuft. Seit gestern läuft er das erste Mal überhaupt. Und jetzt muss ich von Grund auf das Ding abstimmen. Teillast bereicht und ja, also von Anfang an. Wir kommen dazu, wenn du sagst, hör mal, ja, ich habe jetzt so ein gewisses Grundsetup stehen und dann gucken wir mal an, was der Einser-Golf so macht. Aber erstmal bei den normalen Programmieren, lass ich jetzt vielleicht eine kleine Kamera laufen, dass ihr das mal seht. Aber das ist sehr zeitintensiv und der Gockel muss sich dabei konzentrieren. Und ich muss mich da jetzt voll konzentrieren und irgendwann fange ich dann an, langsam so ein bisschen Gas zu geben, mit ein bisschen mehr Ladedruck. Ja. Genau, und das seht ihr jetzt. Wir machen einfach die Kamera an, lasst ein bisschen laufen, dann seht ihr das einfach mal. Ist gar kein VR6 Turbo. 16V Turbo sehe ich da. Da wird die, was haben wir, die Ladung da Öldruck. Rein? Öldruck. Ah. Aber der Motor ist komplett neu aufgebaut, noch gar nicht groß gefahren. Allerdings ein Problem mit dem Öldruck. Der ist, sobald er warm wurde, ist er flöten gegangen. Und hier wird jetzt eine zusätzliche Öldruckanzeige angeschlossen, dass der Gockel das sieht, wenn der Öldruck zusammenbricht, sofort stoppt, bevor der neue Motor hinüber ist. Geil. So, ihr hört, der Gockel stimmt jetzt gerade oder fängt jetzt mit dem Setup ab bei dem 1er Golf, bei dem gelben. Da ist die Hölle los. Wenn du willst, kannst du ja mal da gucken gehen. Und was ich jetzt mache, gucken wir nach da. Ich schieb mir jetzt schön Currywurst, Pommes rein. Giuliano ist auch gekommen. Samstags oft hier. Dass ihr das wisst, jeden Samstag haben wir jetzt hier bei uns Currywurst, Pommes auf dem Hof. Das ist also immer am Start. Aber Sven, geh mal einfach so hinter die Kulissen blicken, was da so los ist. Guck mal, wie viele Menschen überhaupt davor stehen. Gockel, du hast jetzt Teillast ein bisschen abgestimmt, ne? Ja, so erstmal grob. Aber jetzt geht's direkt in die Volllast und den Rest machst du, sagst du, bei dir. Ich mach den Rest bei mir auf dem Prüfstand. Wir wollten jetzt hier noch bei Marco mal gucken, wie er sich so verhält, ob alles dicht ist, ob alles gut ist und ob er ein bisschen Ladedruck verträgt, ne? Aber ich gebe jetzt auf jeden Fall ein bisschen Vollgas. Das war die gute Einleitung, oder? Hier gibt's dir Vollgas. So, der Lauf war deutlich zu mager, sagt er, ist bei Lambda 90 dann aus dem Gas gegangen. Weil wir gucken trotzdem mal, wo die Reise hingeht.
Sie jetzt schon bei knapp 300 PS, 370 Newtonmeter, aber er ist schon, sehen wir, bei knapp 6000 aus dem Gas gegangen. Ich sage euch, wenn das gleich fertig abgestimmt ist, ich sage, da steht eine 4 und eine 5, also 450 PS tippe ich. Noch den Drehzahlbegrenzer drin gehabt bei 6000 Umdrehungen. Da wollen wir mal schauen. Gucken wir hier, zack, abgeregelt. Aber guckt euch mal die Kurve. Immer was im Lineal da drin oder was? Das sieht ja aus wie im Lineal gemalt. Guck mal, wie sauber das ist. Okay. 300 PS, also 296 und 370 Newtonmeter. Ganz, ganz sauber. Geil. Also, jetzt seht ihr ein bisschen nachlegen. Ab zum nächsten Lauf. Druck da rein. Jetzt wieder mal ein bisschen mehr Ladedruck auf den Karton geben und dann geht das hier gleich richtig ab. Drehzahl hat er schon erhöht. Ihr seht, hier sind wir schon bei knapp 6800 Umdrehungen. Und guck mal, der Motor hat Bock. Also ich sage euch, der wird dann noch höher drehen. Ich bin gespannt, wo das gleich noch hinführt. Also wie ihr seht, wildes Video. Guck mal, wilde Zuschauer. Ich glaube, hier kriegt man gerade auch ein bisschen was geboten. Auf jeden Fall. Also was ich euch schon mal sagen kann, er hat jetzt Schlupf auf der Rolle gehabt, aber hat an den Rädern jetzt schon 500 PS gehabt und 613 Newtonmeter. An den Rädern. Aber jetzt hatten wir halt Schlupf und da wird wahrscheinlich ein Schlauch abgeflogen sein oder Maximum Taktung. Ihr seht, jetzt wird gerade noch geguckt, was das sein könnte. Auf jeden Fall 2 bar sind natürlich zu viel. Also eigentlich nicht zu viel, aber so, man steigert sich ja langsam und geht nicht direkt in die Vollen. Aber der Schlupf hat keinen Einfluss auf die Radleistung? In dem Falle ist ja das, was an die Rolle übertragen wurde. Ah, okay. Sockel! Ja, ja. Du bist direkt bei 421 PS und 570 Newtonmeter rausgegangen. Können wir aufhören? Können wir aufhören, ja. Oder mach einmal 3 bar, dann müssen wir aufhören. Der Gockel ist Ladedruck-Karm, er wusste nicht, ob der Wert passt, ist er dann bei 5600 aus dem Gas gegangen. Aber ihr seht, da stehen jetzt schon 420 PS bei 1,6 Bar. Also ich sag euch, wenn man da 2 Bar reinpumpt, das Ding weit über 500 PS, haben wir ja gerade am Rad gesehen, und dann ist das Ding leider nicht mehr fahrbar. Muss man sich nichts vormachen mit Frontantrieb. Ich glaube, der wird den so auf 450, 420 PS abstimmen und das gucken wir uns jetzt so weiter an. Schlauch runter. Wir haben gerade gedacht, wir haben einen Schlauch runter. Guck mal, Gockel zeigt ja. Der Gaspedal, der ist hier immer ausgehakt. Deswegen hat er gerade der Schlauch runter. Hier vorne, den Gas, du bist noch im Gaspedal fest. Ach, hier Fuscher. Der hat ja gar keinen Halter. Guck mal, der wird alles mit Strafbändern befestigt. Du hast gar keinen Gaszughalter. Nein. Was will der Kunde überhaupt an Leistung haben? Er hat gesagt, zwischen 350 und 400, mehr möchte er eigentlich gar nicht. Ja, das heißt, ich vermute, so bei 1,3, 1,4 Bar wird sich das abspielen. Ja. Ja, und das, was ich sage, das ist gesund, das ist schon eigentlich zu viel Leistung auch für einen Einser. Aber hätte man auch einen kleineren Lader. Das geht wie die Hölle mit 400 PS, das geht wie die Hölle. Also du gehst jetzt mit dem Druck runter. Ich versuche jetzt erstmal, die haben ja die 2 Schläuche getauscht am Taktventil. Ja. So, und jetzt muss ich gucken, ob das jetzt funktioniert mit dieser Ladedruckregelung. Weil die hatten die Schläuche verkehrt rum angeschlossen. Okay. Weißt du, jetzt gehe ich mit der Taktung wieder runter und jetzt gucke ich, dass der Ladedruck passt, dass er stehen bleibt irgendwo. Ja, auf... Weiß nicht, 1,3 Bar oder sowas. Was wir jetzt machen, wir lassen den Gockel jetzt mal in Ruhe abstimmen und eine finale Messung zeigen wir euch nochmal, was der Kunde glücklich ist, wo du mit glücklich bist. Ein paar Schaltgänge kriegen wir hin wieder dann, ne, wenn er fertig ist. Ja, alles ein klares Ja gewesen, habe ich gesehen. Du kannst nicht sein lassen mit dem Geballer, ne? Also zu mir sagen, ich wäre krank und ich will nur ballern. Jetzt wird schon Launch und so kontrolliert, also programmiert. Pass mal auf, was jetzt gleich passiert. Abstimmung bei 1,3 Bar, knapp 400 PS. Können wir ja mal eben gucken. Das ist
Das sind bei 1,3 Bar. Jetzt geht aber Spritzeneige. Und jetzt wird die Launch programmiert. Komm, wir gucken nochmal. Der Gockel will mal alle Gänge durchfeuern. Ja. Doch, ne? Eine ja. Stunde. Einmal, ja. Einmal. Warte. Einmal die Nummer. Den Vogel hat. Wer von uns hier den Vogel hat? Ist doch mega, ist doch geil. Es ist einfach schön, auch mal so zuzugucken und wenn so Gleichgesinnte aus ganz verschiedenen Regionen sie treffen und auch wirklich Spaß haben. Und wo wir jetzt Spaß dran haben, ist dann was? Essen. Hey, ich wollte gerade sagen. Das wollt ich grad. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Der Gockel hat bestimmt auch Spaß hier. Und wir sehen uns im nächsten, nicht ganz so kranken Video wieder. Bis dahin, ciao.